Luciana, warst du ganz schön knistig, mein Freund, ne? Hallo zusammen. Heute wieder E-Auto-Spezial. Da warst du ganz schön knistig. Gibt es auch einen halben Liter, weißt du ja. Ich habe ihn verloren, bis 50 Stundenkilometer. Aber das ist ein Geschwindigkeitsbereich, in dem bewege ich mich normalerweise gar nicht. Ihr könnt euch erinnern, ne? Die erste Folge E-Auto-Spezial, jetzt haben wir die zweite Folge. Da ging es um Carsten Bier, die der liebe Hans-Jürgen mir jetzt vorbeigebracht hat. Aber wie gesagt, das sind nur 0,3, ne? Ist das schon zu viel für dich oder was? Naja, okay. Vielleicht kommen wir das nächste Mal. Nein, vielen, vielen Dank. Wettschulden sind Ehrenschulden und das hat er abgedrückt und Dankeschön. So, heute haben wir E-Auto-Spezial, zweiter Teil. Heute geht es um die Technik, es geht um meinen Kona. Viel Technik ist ja da nicht drin, weil so ein Auto hat ja nicht viel Bauteile. Er hat gar keine Ahnung, gar keine, also das ist noch weniger als ich. Und da wir beide jetzt nicht die absoluten Spezialisten sind da drin und wir uns ja auch gerade erst am Entwickeln sind und am Lernen sind mit dem ganzen System, haben wir uns Hilfe dazu geholt und das ist der Mario. Komm rein, mein Lieber, von der Firma Autotop. Hi Mario. Da, wo wir auch, ein Partner von der Firma Löko, wo wir unser Auto gekauft haben, oder ich mein Auto gekauft habe. Er ist Hochvoltspezialist bei der Firma Autotop und er hat sämtliche Hochvoltscheine, die man braucht, um so ein Fahrzeug reparieren zu können. Eigentlich sind wir jetzt, wie ihr als Zuschauer, unterstützen Mario, aber Mario unterstützt uns vor allen Dingen im Bereich Technik. Und wir haben vorhin schon mal so ein bisschen drüber erzählt, es ist unglaublich. Also was da drin steckt, dass so ein Auto überhaupt fährt, ist für mich total phänomenal. Ja. Und, aber die kompletten Zusammenhänge mit Wärmepumpe, mit Inverter, mit dem Akku. Was es da alles für Technik gibt, damit überhaupt im Auto warm wird, ist für mich schon faszinierend. Genau. Lieber Mario, vielen, vielen Dank erstmal, dass du hier bist. Ich schicke die Kiste mal weg, Holger. Ja? Trink mal nachher. Dass du uns unterstützt bei der Nummer und ich würde sagen, wir fangen einfach mal vorne an. Hm. Vorne heißt, warum läuft so ein Auto überhaupt? Ja. Da gibt es eine Batterie, da gibt es einen Elektromotor, da gibt es einen Inverter, da gibt es ein Ladegerät, da gibt es Gleichstromladung, da gibt es Wechselstromladung und dein Spielfeld. Alles. Fangen wir einfach mal an. Was sehen wir? Das ist die Batterie, damit ich überhaupt... Das ist deine 12-Volt-Sportnetz-Batterie, genau. Damit ich überhaupt das Auto starten kann. Ohne die Batterie, wenn die leer ist oder kaputt ist, kann ich das Auto auch nicht starten. Ne? Kannst es nicht bewegen. Dann nützen wir die ganzen Volt, die unten im Boden drin sind, gar nichts. Dann nützt dir das nichts. Ja. Genau so. Aber jetzt fragt sich natürlich der Zuschauer, warum habe ich denn noch eine 12-Volt-Batterie drin? Da unten drunter habe ich viel mehr Spannung, da habe ich eine fette Batterie drin. Warum habe ich noch 12 Volt drin? Warum macht der Hersteller das? Ja gut, du hast ja dein ganzes Sportnetz, dein Radio. Du hast ja alles, was mit 12 Volt beaufschlagt wird. Das musst du ja irgendwo auch speisen. Ne? Und da brauchst halt die Batterie als Energiespeicher und die Batterie versorgt dann deine ganzen, sag ich mal, Geräte innen, wie Radio, auch der Lüfter drin, das hast ja alles 12 Volt, weißt du. Wie viel Spannung haben wir denn jetzt in dieser dicken Batterie, die unten drin ist, im Boden? In deinem Fall hier, oder im Holger seinem Fall, ist es die kleine Batterie, die hat 327 Volt. 327, wenn man die jetzt nutzen wollte, und würde damit Radio und alles betreiben wollen, dann müssten wir die Spannung erstmal reduzieren auf 12 Volt und könnten dann das damit betreiben. Aber das hat man nicht gemacht. Das ist so wahrscheinlich so einfacher. Wir haben natürlich auch den Punkt bei der 12-Volt-Batterie, soweit hatte ich dich da auch verstanden, ist, dass wir die ganzen Relais, dass überhaupt das System hochgefahren werden kann. Genau, das ist auch ein Sicherheitsaspekt irgendwo. Genau, dass überhaupt die Batterie dafür da ist, dass die Relais... Die Hauptrelais in der Batterie, die werden über 12 Volt geschalten. Mhm. Und wenn du keine 12 Volt hast, kriegst du auch nie deine Hochspannung hier vorne an die... Kriegst das Ding überhaupt nicht zum Laufen. Nee, kriegst du nicht zum Laufen. Also das ist das Sicherheitsteil, dass du überhaupt den atomaren Sprengsatz da unten drunter das Atomkraftwerk überhaupt einschalten kannst, ne? Brauchst du eben diese 12 Volt. Gut, das ist natürlich auch etwas, was einen gewissen Service braucht und die sind natürlich wartungsfrei, die Dinger, aber die werden natürlich auch irgendwann mal dann sterben und dann fährt dein Auto kein bisschen mehr. Ne? Ist richtig.
Die ist jetzt nicht so belastet wie in einem normalen Auto, weil du hast keinen Anlasser, der eine Menge Strom zieht von der Batterie. Du hast bloß ein paar Relais, ich sag mal, die da geschalten werden. Ja, genau, du brauchst ja gar nicht viel. Also viel braucht die nicht. Nur zum Einschalten. Fall. Oder wenn du stehst mit Zündung für deinen Innenraum, dass du sagst, dass du dein Radio anmachen kannst, dass du deine Sitze verstellen kannst, dass du schon mal die Sitzheizung anmachen kannst. Ah ja, okay. Aber von wem wird die dann geladen? Die wird von der EPCU, ist hier unten drunter. Fangen wir vorne nochmal an. Also wir haben jetzt hier unsere komplette E-Einheit bis auf den Akku. Genau. Fangen wir oben an. Oben, das ist der OPC. UPC. OPC. OPC. Und was macht der? Onboard Charger. Das ist dein internes Ladegerät. Da hast du einen Gleichrichter drin. Ja. Wenn du von vorne mit Wechselstrom lädst, geht der erstmal hier, siehst du? Oranges Kabel geht hier rein, wird gleichgerichtet und wird dann hinten an dem orangen Kabel zur Batterie geschickt. Und somit lädst du deine Batterie im Endeffekt. Also das ist theoretisch ist es wie das Ladegerät. Ja, ein Wandler, sage ich mal, im Endeffekt. Genau. Ich tue 220 Volt rein. Und da kommt 12 Volt oder 24 Volt, je nachdem, was ich einschalte, raus. Genau. Der hat natürlich nur einphasig und da kann man mit drei Phasen ja reingehen. Ja, bei dir nicht. Du hast die kleine Version. Kannst nur einphasig laden. Genau. Ich wollte dir gespart, was du hier brauchst. Wollte ja gar nicht haben. Ich habe nur gedacht, ich hole mir ein E-Auto und jetzt bin ich total begeistert von dieser Technik. Okay, gut. Also, dann haben wir hier oben das Ladegerät drin. Genau. Grob gesagt ist das ein Ladegerät. Mhm. Ja, okay. Das Ladegerät ist auch wassergekühlt. Ja. Wassergekühlt. So, und darunter ist was? Das ist die EPCU, das ist Electronic Power Control Unit. Also das ist, die ganze Motorsteuerung ist da drin. Da ist der Inverter zum Beispiel mit drin, der dann im Endeffekt den Gleichstrom, der hinten von der Batterie kommt, wieder wandelt in drei Phasen Wechselstrom für deinen Motor, damit du fahren kannst. Mhm. Des Weiteren hast du da einen DC-DC-Wandler drin, der die Batterie lädt, der die 327 Volt runter transferiert auf deine 12 Volt oder ich sag mal 14 Volt Batteriespannung, lädt damit die Batterie und Steuergeräte hast du da noch drin, die das alles dann steuern im Endeffekt. Klar, das war es dann eigentlich auch schon fast. Okay, also ist ja logisch. Ich lade mit Wechselstrom, wenn ich nicht an der Gleichstromdose bin. Ne? Dazu machen wir im dritten Teil nochmal, zeigen wir das nochmal ganz genau, wie das alles ist, auch mit den ganzen Ladestationen und sowas. Also es kommt im dritten Teil, kommt dieser Beitrag, wo wir auch nochmal recherchieren. Dann habe ich ich komme da rein, die Batterie wird geladen, dann habe ich dort meine Ladung, dann komme ich einphasig oder dreiphasig wieder zurück? Oder wie komme ich aus der Batterie raus zum... Dein Gleichstrom halt, ein Plus und Minus hast du. Also ich habe einfach nur Gleichstrom, Plus und Minus und dann wird aus diesem EPCU wird dann wieder Wechselstrom gemacht, weil ich den der Inverter ist da drin, Und der tut dann in drei Phasen Wechselstrom wieder umwandeln und deinen Motor dann bestromen, sage ich mal, im Endeffekt. Genau. Und warum drei Phasen? Damit es richtig Power gibt. Weil mit einem Gleichstrommotor läuft da nicht viel. Also da hat man nicht die Kraftentwicklung. Ja, also mit drei Phasen heißt es dreimal fettes Magnetfeld. Und der Jürgen weiß ja, was das kostet. Ohne zum Beispiel Power Kasten zu bestellen. Bier. Was labert der da rein? So ein bisschen Kasten Bier kostet das, wenn man sich mit einem E-Auto versucht anzulegen. Ne? Mhm. Okay, cool. Dann haben wir also... Hier oben nochmal zum Rekapitulieren. OPC. OPC, also mal unser Ladegerät, darunter ist der Inverter und darunter ist der Motor. Das ist ein Paket und fertig. Genau, alles wassergekühlt. Okay, was haben wir hier vorne? Das ist der Hochvoltverteilerkasten. Da wird die ganze Hochspannung im Fahrzeug verteilt, sag ich mal. Da hast du einen Ausgang. Siehst du schlecht unten, da geht es zum Klimakompressor. Dann hast du einmal die Eingänge von deinem Schnellladen, von der Gleichspannung. Da sitzen auch zwei Schnellladerelais drin, die, wenn du deine Gleichspannung anschließt, geht das direkt zur Batterie hinter. Geht nicht irgendwo noch hier rein, muss nicht gewandelt werden oder sonst was. Mhm. Geht hier rein,
Relais schalten und direkt zur Batterie drücken. Wenn ich an der Gleichstromsäule lade, ja. Genau, dann geht es rein und, habe ich das richtig verstanden, direkt zur Batterie. Geht, und ja. Die Batterie kommuniziert dann mit der Ladestation, wie viel sie noch braucht und wie viel sie nicht braucht. Ne? Ja. So ist das genau, dann. Genau, das okay. Geht über das Batteriesteuergerät. Okay. Und die Kommunikation läuft dann einfach über die zwei Leitungen oder was? Oder gibt's da noch eine, haben die noch irgendwie so eine extra Kannleitung oder sowas? Weißt du das? Nö. Das läuft einfach so. Okay. Guck mal hier, ich sehe hier so einen Schalter mit einem orangefarbenen Knopf. Hat der was zu bedeuten, wenn ich die Haube aufmache, dass er irgendwas wegschaltet? Oder? Nee. Der hat eine andere Bedeutung. Das ist deine Sicherheitsentriegelung, falls du deinen Stecker vorne nicht mehr rauskriegst. Ah. Falls der Stecker hier verrastet ist, ja. Und du kriegst den nicht mehr raus, kannst du hier entriegeln. Falls da irgendwas okay. Hängt, irgendwas klemmt oder sowas, ist das die Entriegelung für dein... Ah, interessant. Eine Notentriegelung ja. Halt. Weil die sind ja normalerweise, wir haben das glaube ich auch gezeigt, ne? Ich kann den Stecker nicht rausziehen, wenn ich an der Ladesäule bin oder genau. Irgendwann anders kann mir den Stecker klauen oder das Kabel. Genau. Aber da ich kann dann nicht die Haube aufmachen. Gibt es aber auch wieder eine Option drin, weil es gibt ja Wallboxen mit angeschlossenen Kabel, also mit Festkabel. Ja. Und da hast du drin eine Taste, wenn du fertig bist mit Laden oder wenn dein Fahrzeug fertig ist mit Laden, dass der den Stecker freigibt für den nächsten. Wenn der eine auf der anderen Seite, wenn man so gegenüber parkt, kann der den dann bei dir rausziehen, wird signalisiert und dann kannst du das bei dir in dein anderes Auto reinstecken. Ah, okay. Im Endeffekt. Also wie viel Technik da drin steckt, ist schon... Vor allem, du musst dich auch damit befassen. Du kriegst so ein Auto, hast ja bisher nur ein richtiges Auto gehabt, also mit Diesel oder Benzin, der auch viel Leistung hat. Ja, und dann kriegst du so ein Auto hier und musst dich damit diese ganzen Technik auch noch befassen. Ne? Genau, du wärst lieber beim Vergaser hängen geblieben damals. Ne? Oder die haben ganz früh haben so Dampfmaschinen gemacht, ne? In das Urgestein. Das ist die Zukunft, mein Freund. Zukunft. Doch, elektrisch ist die Zukunft. Ich fahre 800 Kilometer ohne anzuhalten. Okay, das wird kommen. Das kommt noch, Das wird noch kommen. Da wird es noch andere Batterien. Da sagt Julia uns nachher noch was zu. Wir werden wir unterstützt von Julia. Und die hat nachher noch so ein Teil, sagt uns sowas zu den Batterien, zu Feststoffbatterien. Batterien und so, und wo da die Zukunft hingeht. Und jetzt haben wir Pause, Feierabend. Nein. Und diese Feststoffbatterien, das ist auch, da geht es eigentlich hin und das wird das sein, wo wir dann auch viele Kilometer mehr fahren können. Ich habe jetzt mal ein Auge, ich bin ja eigentlich Dieselfan, ne? 100% der Dieselfan. Aber ich habe mal ein Auge so nach rechts geschmissen, so ganz klein bisschen, weil der Anbieter von meinem Fahrzeug hat jetzt ein Auto im Angebot, mit 600 PS und Allrad und allem Gedöns und Komfort und zurück, ne? Mhm. Da kann man ja schon mal... Muss aber eine andere Batterie rein. Ja. So, wir bleiben jetzt hier bei der Technik. Wir sind am Ausschweifen. So, ja. Das Thermomanagement spielt ja eine riesengroße Rolle bei den jetzigen Batterien. Da war ich erstaunt, was es da alles gibt. Das wird immer wichtiger, genau. Wenn wir zu den Feststoffbatterien gehen, wird das wieder zurückgehen, das Ganze. Aber erklär uns mal Thermomanagement, was heißt das und warum brauchen wir in so einem Auto überhaupt ein Thermomanagement? Wir haben hier so viele Schläuche hier drin und so viele Anschlüsse, die sehen aus wie Anschlüsse für Klimaanlage. Und da haben wir ja auch schon ein bisschen rumgerätselt, ne? Aber du weißt da genau Bescheid. Das ist im Endeffekt eine komplexe Klimaanlage. Ja. Die wird hier mitgenommen, um den Fahrgastraum zu heizen. Mhm. Die wird auch genommen, um die Batterie zu kühlen. Gerade wenn du mit Gleichstrom leitest und der schickt da, ich sag mal, 70 kW hinter, wird es natürlich auch ein bisschen warm in der Batterie. Ja. Und da wird die Batterie auch gekühlt. Das läuft alles mit über die Klimaanlage. Zum Beispiel hier ist das. Da hast du hier deinen Wärmetauscher, hast ein elektronisch beaufschlagtes Expansionsventil, wo genau dosiert werden kann, was von der Kälte der Batterie im Endeffekt zugeführt wird, dass die optimal gekühlt wird. Also, dass sie nicht einfach nur runterkühlt, sondern einen bestimmten Temperaturbereich hält. Fangen wir vorne an, sonst steigt uns der Zuschauer jetzt gerade aus. Wir haben einen elektrisch betriebenen Klimakompressor. Der, Hochvolt. Also Hochvolt, könnt ihr in vielen anderen Videos hier schauen, wie eine Klimaanlage funktioniert. Das machen wir jetzt nicht mal einzeln erklären. Der macht auf jeden Fall, erstmal macht der kalt. Ne? So, oder besser gesagt, holt die Wärme da hinten weg und gibt sie da wieder ab. Also kalt machen kann es ja nicht, sondern es transportiert die Wärme ab. Davon gehen wir auch einen Hochvolt-Klimakompressor. Und dieser Klimakompressor sorgt dafür, dass Wärme weggegeben wird. Ne? Oder Wärme irgendwo hingebracht wird. Das ist ja mit dieser Wärmepumpe. Kommen wir aber gleich zu. So, jetzt haben wir hier an dieser Stelle... Wie hieß das mal? Schind oder wie hieß das denn? Ja, da
gab es einen Ausdruck für. Hab das Wort vergessen. Was, für den... Ja, ja, für diesen Wärmetauscher. Batterie-Chiller. Chiller. Ah, genau. Bei uns ist das Batterie-Chiller. Genau, Batterie-Chiller. So, und hier, das hier sind Leitungen, Wasserleitungen, die runterführen zum Akku. Genau. Und wenn das jetzt zu warm wird, da ist eine Wasserpumpe dann bestimmt drin. Ne, die ist hier unten, die... Kannst du nachher von unten besser sehen. Ach, wir heben die Warnhände nochmal auf und gucken uns das mal von unten an. Kannst du von unten besser sehen, genau. Das ist eine Wasserpumpe und diese Wasserpumpe transportiert, gibt es einen Wasserkreislauf. Und dieser Chiller sorgt dafür, dass hier an dieser Stelle dann die Wärme abgegeben wird und die Klimaanlage die Wärme im Prinzip abtransportiert. Ja. So kann man es grob ausdrücken. Grob, ja, Kältemittel und da sagen wir dann gleich noch was zu. Okay, das ist dann jetzt nur dafür da, für die Batterie zu kühlen. Genau. Aber gibt es auch einen Zustand, wo wir die Batterie wärmen? Ja, gibt es auch. Wie macht er das? Da sehen wir von unten auch besser, aber da kann man gerade noch erkennen, wo der Schlauch rangeht. Da unten, ja. Das ist ein Heizer, ein PTC-Heizer. Mhm. Der wird aber direkt aus der Batterie beaufschlagt mit Hochspannung. Da unten. Genau. Ja, ja. Wie gesagt, okay. Den kann man von unten besser sehen. Wird direkt von der Batterie beaufschlagt und der ist zum Heizen der Batterie dann da. Okay, also wir versuchen die Batterie immer in einem gewissen Wärmefenster zu halten, Temperaturfenster zu halten. Genau. Das ist zwischen 20 und 30 Grad oder was? So zwischen 20 und 30, das ist das Optimum. Also das wirst du nicht immer erreichen, aber so in der Richtung. Und du verhinderst da auch die Temperaturschwankung. Also immer starke Temperaturschwankung von der Batterie ist ja auch nicht wirklich gut für so einen Akku. Und das versucht man damit auch zu minimieren. Okay, das habe ich natürlich, wenn es draußen friert, dann heizt es natürlich nicht lange. Aber in diesem Bereich habe ich die beste Ausbeute an Elektrolyten passiert in der Batterie. Mhm. Okay, gut. Gut, dann sind wir klar, sie wärmt, sie heizt, die Batterie bleibt in einem gewissen Komfortbereich, wo es ihr im Prinzip gut geht. Bei dieser Lithium-Ionen-Batterie. Polymer-Batterie. Polymerbatterie ist da drin, die braucht das. Cool, dann haben wir den Bereich klar. Dann heißt es jetzt für mich, ich will den Wagen heizen. Mhm. Und das erklär uns mal, weil da gibt es ja zwei verschiedene, auch über elektrische Möglichkeiten und über die Wärmepumpe. Genau. Da haben wir ja hier schon rumgerätselt, weil da so viele Anschlüsse hier reingehen. Die sehen aus, als wenn der innen drin mehrere Klimaanlagen hätte. Beziehungsweise Verdampferkondensator. Genau. Das eine ist der Verdampfer zum Kühlen. Das siehst du, da ist auch ein ganz normales thermisches Expansionsventil dran. Ja. Was der Anschluss da ist, das ist ein Magnetventil. Da kannst du den abschalten und zuschalten halt bloß, aber nicht regeln im Endeffekt. Okay, dieser Bereich ist im Prinzip eine ganz normale Klimaanlage. Wie wir es schon tausendmal auch erklärt haben hier in den Videos. Genau. Der Unterschied ist nur, dass wir einen Kompressor haben, der einen Elektromotor hat und hochvoltmäßig angetrieben wird über einen Elektromotor. Genau. Das ist der Unterschied zu einer normalen Klimaanlage. Das ist der Bereich, innen drin ist der Verdampfer und außen haben wir den Kondensator. Das heißt, hier wird die Wärme aufgenommen, wird zu dem Kondensator gebracht, dort wird die Wärme wieder abgegeben und das Kältemittel wird wieder flüssig. So ist der normale Ablauf. Und jetzt kommt die Mega-Idee, das Ganze umzudrehen als Wärmepumpe. Ja. Damit es innen drin auch warm wird. Jetzt drin warm wird. Weil er ja kein Kühlwasser hat, was innen drin durch irgendeinen Heizungskasten durchläuft. Und haben wir hier an dieser Stelle... ist dann im Prinzip umgedreht. Das heißt, hier an dieser Stelle haben wir dann einen Verdampfer. Kondensator. Ja. Im Prinzip das Gleiche, was wir hier vorne an dieser Stelle haben. Genau. Und das wird dann einfach in Anführungsstrichen umgeschaltet, dass wir innen drin dann über den Verdampfer. Ich muss aufpassen. Über den Kondensator die Wärme abgeben an den Innenraum. Ja, genau. Ich verwechsel das. Ja, da musst du aber wirklich genau nachvollziehen, damit du überhaupt verstehst, was macht das Ding jetzt hier. Aber warum macht man das? Um natürlich Reichweite zu gewinnen. Das ist ja alles ein Reichweitenfaktor. Der PTC-Heizer
brauche ja relativ viel. Haben wir jetzt gerade noch nicht erklärt. Es ist auch noch ein PDC-Heizer drin. Im Prinzip das Gleiche, was unten das in der Batterie drin ist, haben wir auch noch in dem Innenraum. Genau, geht hier rein. Orangenes Kabel, siehst du wieder, Hochvolt. Und zieht dann halt relativ viel Strom und ist, ich sag mal, uneffektiv im Endeffekt. Ja. Du hast, da habe ich mich belesen, bei einem Einsatz von 1 kW Leistung holst du mit dem PDC-Heizer eine Heizleistung von 0,8, 0,9 kW raus. Also hast du einen Verlust auf jeden Fall. Ja. Und wenn du das über das Wärmepumpensystem machst und 1 kW Leistung einspeist, holst du eine Heizleistung von ca. 2,5 kW raus. Hammer. Also ich habe 1,5 kW drauf, das heißt, ich brauche nicht so viel Strom aus meiner Batterie rauszunehmen und belaste meine Batterie nicht. Und das geht dann alles wieder auf deine Reichweite hinten drauf, wo du sagst, kannst du länger fahren. Hab trotzdem eine hohe Heizleistung im Fahrzeug, aber entnehme nicht so viel dafür. Ja, genau, genau. Wärmepumpe, um das verständlich zu machen, ist dieses Prinzip im Prinzip, dass wir die Wärme innen drin abgeben, aber auch Wärme pumpen, so verstehe ich das. Wird irgendwo aufgenommen oder abgezogen, genau. Genau, aufgenommen, abgezogen. Und wo nehmen wir die Wärme auf, die wir sowieso haben? Bei dem, erstmal hier oben, bei dem OPC, weil hier ist ja alles wassergekühlt, geht runter in den Inverter. Ja. Der wird ja auch bei der Fahrt warm, weil der den umwandeln muss in deine Wechselspannung für den Motor und den Motor. Da wärmt sich natürlich auch, ist alles wassergekühlt. Und die Hochvoltbatterie, die ist auch wassergekühlt. Ja. Und immer Telefon. So, weg damit. Und die Wärme wird halt auch überall aufgenommen und wird dann an den Klimakreislauf abgegeben. Jetzt verstehe ich nicht, warum gehe ich nicht hin und nehme das Wasser und mache mit dem Wasser, wie wir es normalerweise in einem PKW machen, und drücke das in den Innenraum. Das reicht, die Temperatur würde nicht reichen. Ach, das ist zu wenig dafür. Es wird zwar warm, aber es wird nicht so heiß, dass ich das zum Heizen nehmen könnte. Genau. Das ist schneller kalt, als mir lieb ist. Siehst du, und dafür haben wir dann die Wärmepumpe. Und die Wärmepumpe, da hast du uns vorhin schon mal darauf hingewiesen, ist hier vorne auch so ein Wandler wie hier vorne. Genau. Nur der sorgt dann dafür, dass das Kältemittel erwärmt wird. Das läuft dann hier drüber. Genau. Und das Kältemittel im Prinzip schon verdampft ist, hat die Wärme aufgenommen. Und diese Wärme wird dann zum Kompressor geschickt. Und der Kompressor drückt uns das Ganze hier rein zu unserem, zu unserem Kondensator hier in den Innenraum. Genau. Mega. Halleluja. Also du mega. Eine Zeichnung ein von machen, KW rein, 2,5 KW raus. Geile Nummer. Also faszinierend, oder was für eine Technik da drin steckt, wenn das Ganze doch stabil ist und hält und nicht schnell kaputt geht, ist es natürlich für den Fahrer super, bloß für unsere Werkstätten auch natürlich schon heftig. Vor allem da gehen Sicherheitssachen kaputt. Du hast ja dann auch im Endeffekt noch, wo beides beaufschlagt wird, wenn du drinnen feuchten willst. Das schaffst du ja dann nicht über das normale Wärmen. Und dann tust du den Verdampfer drin noch mit ansteuern. Okay. Da hast du dann im Endeffekt dann alles angesteuert, damit die Feuchtigkeit drin ist. Hast dann trockene, warme Luft. Ja. Mit dem einen wärmst du es auf, mit dem anderen ziehst du die Feuchtigkeit raus. Genau, mit dem anderen ziehst du die Feuchtigkeit raus, machst es kalt, aber machst es mit dem anderen wieder warm. Geht dann noch über Klappensteuerung. Ja, klar. Das ist elektronisch geregelt. Ja. Faszinierend. Also nur damit es im Auto muckelig warm ist, war es doch früher viel, viel einfacher, obwohl mittlerweile die anderen Fahrzeuge ja auch zwei Kreisläufe haben, um zu kühlen. Separate Steuerung für rechts und links und. Ja, aber auch, sind schon auch viele schon, Bauteile aber drin. Auch schon im Motorraum zwei Kreisläufe haben, um den Dings zu kühlen, um den Kompressor, nicht der Turbolader, um den Ladeluftkühler. Boah, da fehlt einem manchmal einfach nur. Genau, kommen wir nicht drauf, bei dem ganzen Kondensator, der Ladeluftkühler ist dann über einen Extrakreislauf, damit die Ladeluft, weil die meistens oben mittlerweile auch in der Ansaugbrücke verbaut sind, die Ladeluftkühler, haben die einen Extrakreislauf zum Kühlen. Also das ist ja mittlerweile auch enorm aufwendig bei den Verbrennern. Ja. Und das wirkt erstmal einfacher. Was ein komplexes Ding. Gut. Ja. Du hast aber auch drin noch deine Taste Driver Only, ne? Da kannst du auch nochmal wieder Energie sparen, weil dann wirklich bloß dein Sitzbereich ist hier von der Seite gewärmt wird, komm, gucken. Und nicht alles in den kompletten Fahrgastraum. Ach, das wird nur der Fahrer mit. Ja, der Rest wird zugemacht. Der ist quasi abgekapselt. Genau. Das hier ist Driver Only und in dem Moment, wenn ich jetzt da drauf drücke, wird es eben nur hier in diesem Bereich geheizt. Und da kann man auch sehen hier, wenn ich jetzt hier drauf drücke,
wie die Kilometer sich verändern. Das heißt, ich habe da jetzt mal ein paar Kilometer dazu bekommen. So, und da habe ich ja sowieso ein Problem, da muss ich Mario mal sprechen. Schaut euch das mal an, ich habe mal so ein kleines Battle gemacht zwischen meinem Touran, oder besser gesagt dem Touran von Elke, meiner Frau, und dem Wagen, welches Auto schneller aufheizt. Der Touran hat eine Standheizung und schaut euch mal an, war sonntags morgens, es war schweinekalt, guckt mal. Jo, guten Morgen, ihr Lieben. Also, wir haben jetzt gerade Sonntag, ist noch 8 Uhr und ein paar gequetschte und es ist schweinekalt. Hier ist irgendwie alles gefroren. Da kann man hier sehen, das ist mein Leuchtturm. Ja, die Zapfen sind gefroren. Hier ist der Kona total eingefroren. Und hier ist der Touran total eingefroren. So, dann gucken wir mal. Dann machen wir hier den Touran auf. Und als andere Seite. Den Kagen raus so und den Kona auf und dann wo fange ich an? Okay, ich bin ja relativ schnell, ne? Aber ich kann das ja mal schauen bei dem Kona. So. Jetzt ist nicht rein. Hier vorne kann man die Standheizung einschalten, aber dafür müssen wir die Zündung einschalten. Und dann würde ich sagen, komm, geh mal dem. Ich vermute mal ja, dass der Touran langsamer ist, aber ich bin mir nicht sicher, würde ich sagen, geh mal dem Touran mal einen kleinen Vorsprung von ein paar Minuten, indem ich einfach den Touran erst einschalte. So. Okay, wir schalten den Touran ein hier an dieser Stelle und los geht's. Da ist die Heizung eingeschaltet, lauf direkt rüber zum Kona. Zündung an und Heizung an. So, jetzt. So, Heizung ist an. So, dann schauen wir mal. Stellen wir mal oben auf Front für die Lüftung. Schauen wir mal, was passiert. Hier stellen wir mal auch auf die Front oben auf die Lüftung. Jetzt piepst der Kona, weil ich mit dem Schlüssel weggegangen bin. So, und hier. Ja, das macht das sowieso automatisch, sobald die Heizung heiß genug ist. So, jetzt haben wir mal die Uhrzeit. Oh, ist halt morgen. Sonntagmorgen haben wir voll die Hektik. Jetzt haben wir 8.21 Uhr. Der Kona fängt an und der Touran fängt an zu heizen. So, vorne ist die Standheizung laufen. Der hat ja einen eigenen kleinen Verbrenner da dran. Der also verbrennt jetzt Benzin oder besser gesagt Diesel bei dem Fahrzeug, ist als Benzin und als Diesel und macht jetzt im Prinzip den Motor warm, aber als erstes den Wasserkreislauf. Und hier kann man noch nicht sehen und der Kona ist nur im Rauschen. Rausch ist nur ganz leicht. So, ich will jetzt hier die Tür nicht aufmachen, um das irgendwie zu faken. Eine Uhr, 8.23 Uhr, 2 Minuten laufen die Anlagen jetzt. 8.27 Uhr, mal gucken. Hier geht's schon weg. So, fürs mal rein. Kann man schon was sehen. Ja. Und beim Kona nichts. Ich bin eingefroren. Hätte ich jetzt nicht so erwartet. Ich kann mich eher dran fühlen. Nee, da kommt doch, wird doch nicht warm. Man wird nicht warm. Auf heiß gestellt. Front. Ja, was ist das denn? Okay, also, man muss sagen, 8.28 Uhr,
8:28 und der Turan ist fast komplett enteist. Ja, würde ich sagen, Kona, was ist denn da verkehrt bei dir? So, ich habe den Turan jetzt weggesetzt, bin ein bisschen enttäuscht. Also, vielleicht habe ich aber auch einen Fehler gemacht. Also, hier ist immer noch komplett eingefroren. Vielleicht ist es so, dass der Kona überhaupt gar nicht auf Heizung schaltet, wenn der Wagen einfach nur steht. Ich habe hier drin eine App und mit dieser App schalte ich jetzt mal die Vorheizung ein und guck mal, wie schnell das, ob es jetzt anders ist. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil normalerweise, wenn ich morgens in den Wagen reinkomme, ist immer muckelig warm. So, ich mache jetzt hier die App auf und dann gehe ich hier auf Klimatisieren und dann kann ich hier oben die Temperatur einstellen. So, dann drücke ich Start und dann kann ich hier muss ich meinen PIN eingeben. So, und dann schalten wir die Kona-Heizung mal ein. So, jetzt habe ich die Heizung mit Fernbedienung eingeschaltet. 8:32 haben wir jetzt. So, 8:32 ist ja eingeschaltet. Und jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil das kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen, dass das so lange dauern soll. Ich bin etwas entsetzt darüber. Und ich glaube, guck mal, 8:32 und ich glaube, da passiert schon was. Der Schauer wird schon frei. Ach, lecker, mir siehst du. Das kann ich mir anders nicht vorstellen. Da, die. Das wird schon frei. Ja. Uhrzeit? 8:33 Uhr. Hier. Da. Wird schon frei. Ja. Ah, da habe ich mich doch tatsächlich reinlegen lassen. Es ist tatsächlich so, dass im Stand der Kona man den nicht heizen kann. Es sei denn, es ist wohl im Fahrbetrieb. Dann schaltet er es ab, um die Batterie zu schonen. Aber guck hier, die Scheibe ist frei. Ja. Wir haben jetzt 8:34 Uhr. Also in kürzester Zeit. Dann schaltet er sogar ab. Aber wenn ich jetzt reingekommen bin, hatte die Heizung abgeschaltet. Ja, aber die. Siehst du, ich lerne immer weiter mit diesem Auto. Und die Scheibe ist auf jeden Fall frei. Also der Turan hat viel länger gebraucht. Der Turan, das war jetzt, das haben wir aber bei 22 oder 21 angefangen. Also ich weiß nicht, was ich genau, muss ich nachher nochmal gucken. Aber ich glaube, es waren jetzt irgendwie 7 oder 8 Minuten, bis der anfing. Hier bei dem Kona war das innerhalb von einer Minute, fing schon nach 30 Sekunden an. Und der schaltet nicht ein, wenn ich nicht im Fahrbetrieb bin. Das geht nicht, wusste ich nicht. Man kann es eben nur hier mit dieser App, wie ich das gerade gezeigt habe, einschalten und dann funktioniert das Ganze. Ja, auf jeden Fall Heizung hier viel schneller warm. Heizung hat natürlich andere Nachteile, da erzählen wir gleich noch was drüber. So, und jetzt ist eben die Frage, Mario, was ist da passiert? Warum habe ich nicht heizen können? Habe ich ja jetzt hier in dem Moment auch, der heizt jetzt nicht. Ne, das ist genau das, was passiert ist. Ich habe es im Prinzip nur mit der App angekriegt. Was ist passiert? Du hast wahrscheinlich nicht im Vorbereitschaftsmodus geschaltet. Du hast nur deine normale Zündung angemacht. Ja, und was? Das Ach so! Das Problem ist, wenn du die normale Zündung nur anmachst, ja, ohne Fahrbereitschaftsmodus, werden die Hauptrelais in der Hochvoltbatterie nicht betätigt und dein PDC-Heizer drin kriegt keinen Strom und die Klimaanlage kriegt keinen Strom. Also du hast nirgendwo im Endeffekt Strom drauf, da kannst du so lange auf deine Taste drücken, wie du möchtest, genau. Da wird nicht warm. Das ist mir auch schon mal passiert, da sind die Gänge nicht reingegangen. Guck mal, jetzt kann ich hier drauf drücken und es passiert nichts. Ich muss also im Prinzip auf die Bremse treten, ja, und jetzt kann man sehen, hier vorne, wenn ich jetzt auf die Bremse trete und nochmal auf Start-Stopp drücke, da jetzt, bam. Jetzt ist das grüne Männchen da angegangen, das grüne Auto angegangen. Jetzt bin ich im Fahrbereitschaftsmodus. Also ich zeige euch das nochmal. Wenn ich nur hier drauf drücke, nur die Zündung anmache, so, dann geht die Zündung zwar an, aber
ich habe den Fahrbereitschaftsmodus nicht. Und jetzt drücke ich mal drauf, mit auf die Bremse. Bob, jetzt bin ich im Fahrbereitschaftsmodus drin. Das heißt, Holger, du musst dich als Fahrer und sogar Besitzer des Fahrzeugs für die Bedientechnik interessieren. Ja, weißt du, ohne was die kommst du nicht hin. Weißt du, was das Ding Handbuch, ist? Ne? Meine, wir sind was hast du gesagt? Ja, welcher Mann liest denn ein Handbuch? Ja. Jetzt wird das schon warm. So schnell geht das. Ah, siehst du, deswegen ist das da passiert. Okay. Und deswegen ging das auf deinem Video auch so furchtbar schnell. Wurde die Scheibe warm. Wenn ich das mit dem, mit, wenn ich das über den... Wenn das richtig einschaltet. Nee, wenn ich das über die App habe, ich das ja eingeschaltet. Deswegen ist das dann so schnell eingegangen. Aber jetzt habe ich das verstanden. Deswegen ist das... Ja, siehst du, aber das ist auch ja für uns neue Technologie und deswegen absolut beschäftigen wir uns damit. Und deswegen ist auch mega geil, dass du da bist, weil was wir jetzt schon verstanden haben, und ich hoffe, ihr auch, ist schon richtig geil. Spannende Nummern, richtig prima. Und was ja noch ein Thema ist, ist hier die ABS. Erklär uns das doch bitte nochmal. Das ist also alles in einem mit... Das ist eine komplexe Einheit, genau. Weil du nutzt ja beim Bremsen jetzt, wenn du leicht auf die Bremse trittst oder nur wenig bremst, wird er zuerst rekuperiert. Also du nutzt ja erst den Motor zum Abbremsen und gehst gar nicht in die Hydraulik rein. Rekuperieren heißt, in dem Moment wird der Motor als Generator eingesetzt und gibt die Energie zurück an die Batterie. Ist hochinteressant, wenn man nur so leicht ein bisschen antippt, kann man sehen, wie viele Kilometer man dazu bekommt. Das zeigt die Anzeige dann. Haben wir aber auch schon gezeigt. Genau. Genau. Ja. Und das ist natürlich auch... Pause zu Ende. Ist dann natürlich auch relativ komplex. Weil du kannst ja nicht das erste Stück, die ersten 2 Zentimeter einfach das Pedal so reinfallen lassen. Da brauchst du wieder einen Sensor. Und ich sag mal, was zum Simulieren von dem Pedaldruck, dass der Kunde ist das ja gewohnt, wenn der auf seine Bremse tritt, dass du immer so deinen gleichen Bremsdruck hast. Ja. Und das muss jetzt simuliert werden, weil du trittst ja nicht wirklich in die Hydraulik rein, die ersten 1-2 Zentimeter. Das wird ja dann alles nur über die Elektronik abgebremst. Logisch, du trittst zwar drauf, aber er sagt, ja okay, ich brauche das hydraulische System gar nicht, ich nutze das elektrische dafür, dann bremst er elektrisch ab. Aber du hast als Fahrer das Gefühl, ich trete auf die Bremse ganz normal, damit der Fahrer das Gefühl hat. Genau, das ist ja immer so ein Wohlfühlfaktor vom Fahrer, will ja alles, muss ja alles stimmen am Auto. Sehr komplex. Ich würde sagen, wir heben den Wagen mal rauf und schauen uns mal unten drunter die Batterie an. Machen. Kein Thema, wie du möchtest. Wow. Okay, wir haben jetzt mal unten drunter die Verkleidung abgemacht, um mal so ein bisschen zu schauen, wie es hier unten drunter aussieht. Das ist der Motor, ne? Das ist der Motor, genau. Boah, ist das ein Knüppel, ey. Das ist ein Riesenteil, ne? Das ist der Klimakompressor. Hier ist der Klimakompressor. Das ist der Klimakompressor, ne? Drüben hier auf kein der Seite. Kein Teilrippenriemen mehr, nichts mehr, ne? Zack, Elektromotor fertig. Und dann müsste ich ja auch die Hochvoltanschlüsse irgendwo haben an der Seite dann, ne? Ja, da oben gehen sie rein. Da oben, okay. Genau. Da, wo es orange ist. Ja, da siehst du die Hochvoltanschlüsse. Die Hochvoltanschlüsse. So, und so ein Wagen, also ein Elektrofahrzeug wie dieser, hat ja kein Getriebe mehr. Ne? Reduktionsgetriebe nennt sich das. Ein Reduktionsgetriebe? Genau. Das setzt die Motordrehzahl runter, um das Drehmoment zu erhöhen. Also du hast hier ungefähr 8:1 bei dem. Also 8 Umdrehungen Elektromotor, 1 Umdrehung Getriebe oder Achse im Endeffekt. Ah, okay. Wir gehen nicht direkt da drauf. Nee, du hast da... Da kann man auch ein bisschen mit spielen, je nachdem wie groß man den Motor macht, je nachdem was für ein Übersetzungsverhältnis man dann da wählt. Kannst du machen, aber es ist halt bloß ein Gang, also kannst du nichts auskuppeln. Nee, ganz gar nichts, es ist nur im Prinzip ein Reduktionsgetriebe, es verändert nur die Übersetzung, fertig, einmal. Ist so. Genau. Deswegen hört er bei 160 Stundenkilometer auf. Nee, das machen die bei dem, weil er eine kleine Batterie hat. Das ist abgeschaltet. Weil ich nur die kleine Version genommen habe, nicht die große Version. Blöd, ne? Das nächste Auto ist die große Version. Und dann kannst du 3 Kästen Bier. Weißt du? Dann mache ich mir den ganzen Kofferraum voll mit Bier und ich bin immer noch schneller als du. Okay. Motor, Reduktionsgetriebe, Differential, Kraft wird übertragen, rechts, links, also ab hier ist es gleich mit einem normalen Verbrenner. Genau. Alles gut, okay. So, was können wir hier noch bewundern? Hier haben wir den Wasserkreislauf. Nee, das ist Klimaanlage. Wasserpumpe hast du hier. Aha. Da ist die Wasserpumpe. Eine davon und die zweite sitzt hier hinten über der Antriebswelle. Das ist die für den Batteriekreislauf. Okay. Siehst du hier, deswegen gehen hier auch die Anschlüsse
hier hast du die Wasseranschlüsse rein, genau. Die von der Wasserpumpe kommen. Genau, ne? Und die gehen halt hier über diesen PTC-Heizer, der aber von der Batterie aus angesteuert wird. Ja, auch also, schon wieder Hochvolt hier. Genau. Ah ja, okay. Das ist das, was du vorhin gesagt hast. Das, was wir von oben gesehen hatten, genau. Ja, das ist hier der Batterie-Ein-Ausgang. Ja. Also diese Platte hier ist quasi die Batterie, ne? Der Batteriekasten. Da sitzt die Batterie drin, genau. Ja. Okay. So, und hier an dieser Stelle kommen wir noch an die an das Steuergerät dran, was in der Batterie ist, wenn man da irgendwas instand setzen will oder sowas, kann man da dran. Ja. Ansonsten, die Hauptrelais sitzen hier drunter und wenn du daran musst, musst du halt wirklich Batterie komplett ausbauen und öffnen und dann arbeiten dran. Das heißt, du nimmst den kompletten Unterboden, also das, was man jetzt hier alles sieht, muss alles runter und dann kannst du erst von oben dran arbeiten. Ja. Haben die so spezielle Hebebühnen, also so einen Wagen, haben die da, die hochpumpen können, wo die das dann drauf lassen können? Motorradhebebühne. Ja, so nur ein bisschen, so sieht's aus. Bisschen stabiler. Nur ein bisschen stabiler. Gut, dann sind wir hier im Batteriebereich. Wir haben hier, habe ich ja vorhin schon gesagt, so eine Wohlfühltemperatur. Deswegen muss dieses ganze Thermomanagement passieren. Da hat Julia uns noch was zu sagen. Aber dies wollen wir noch nicht entlassen, weil wir müssen uns nachher noch oben was sagen. Das habe ich vergessen, das wollte ich noch fragen. Was die Feuerwehr denn hier, auch so gewisse Bereiche gibt, so Sicherheitsdinge, gibt es einen Sicherheitsnippel da vorne, das wollen wir gleich schon erklären. Aber jetzt holen wir erstmal die Julia rein, die Julia unterstützt uns und erklärt uns ein bisschen was zu den Feststoffbatterien oder was weiß ich. Komm rein, komm zu uns und hallo zusammen. Hi, das ist unser Wissensteil. Genau, ich habe ein bisschen recherchiert, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, viel telefoniert mit verschiedenen Forschungszentren. Wie kann die Akkutechnik der Zukunft aussehen? Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Ansätze. Ein ganz heißer Kandidat ist die Feststoffbatterie. Heißt Feststoff heißt was? Genau, Feststoffbatterie bedeutet, also schauen wir uns einmal an, der Aufbau der normalen herkömmlichen Batterie. Wir haben zwei Elektroden, in der Mitte ein Separator und das Elektrolyt in der Mitte. Bei der Lithium-Ionen- oder auch Lithium-Ionen-Polymer-Batterie ist es flüssig, ist dieser Kern flüssig. Da wandern die Ionen durch beim Laden und Entladen. Bei der Feststoffbatterie ist genau dieser Teil dann nicht mehr flüssig, sondern ein Feststoff tatsächlich. Was für einen Vorteil hat das? Genau, ziemlich viele, höhere Energiedichte, höhere Kapazität, viel, viel geringere Ladezeiten und dieser Feststoff braucht keine Kühlung mehr. Da haben wir jetzt schon ganz, ganz oft drüber geredet eben in den vergangenen Minuten. Der Lithium-Ionen-Akku muss gekühlt werden und die Feststoffbatterie muss eben nicht mehr gekühlt werden. Dadurch kann man natürlich enorm viel Bauraum sparen, weil kein zusätzlicher Kühlkreislauf mehr dafür also nötig ist. Und ich brauche nicht heizen, ne? Ich verbrauche auch weniger Energie dafür, um es zu heizen. Ja, okay. Ganz genau. Wesentlicher Faktor auch noch, dadurch, dass wir keine Batterieflüssigkeit mehr haben, haben wir auch ein viel geringeres Brandrisiko im Unfall, also im Falle des Unfalls. Und die Wohlfühltemperatur bei der Feststoffbatterie ist viel, viel ausgedehnter. Da haben wir von minus 30 Grad bis plus 100 Grad. Wow! Was für eine Spannbreite! Und jetzt hängen wir hier zwischen 20 und 30 Grad. Wow! Ganz genau. Okay. Dann, ich habe es eben schon angedeutet, viel kürzere Ladezeiten und eine größere Reichweite. Wie weit kommst du mit einer Ladung? Ich, bei dem Akku jetzt, wenn ich anständig fahre, sagen wir 260 Kilometer, sagen wir 270 Kilometer im Sommer, jetzt im Winter sind es 220. Ich fahre nicht anständig, also viel weniger. Schaffst du 200? Ja, aber dann darf ich nicht mit dir in Rennen fahren. Aber für eine Kasse Bier, immer wieder gerne. Ja, kleiner Vergleichswert dazu mal oder ein Ausblick. Verschiedene Hersteller haben jetzt Autos mit Feststoffbatterien angekündigt. Ja. Ein chinesischer Hersteller, NIO, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, hat beispielsweise für 2022, das wäre schon nächstes Jahr, angekündigt, ein E-Auto mit 1000 Kilometer Reichweite rauszubringen. 1000 Kilometer? Ja. Da sind wir dann schon eher im Bereich von einem guten Langstreckendiesel. Das heißt, das ist dann Vergangenheit mit 100 kW, das genau, hat also man mehr. Sagt natürlich grundsätzlich, bis so eine neue Technik wirklich in Serie gehen wird, wird es schon noch ein paar Jahre dauern, weil natürlich ganz viele der angesprochenen Vorteile müssen auch wirklich
besser sein als eben die Lithium-Ionen-Technologie, weil sonst räumt man sowas nicht einfach vom Markt runter. Aber so sagen wirklich auch die Forschungszentren, das Potenzial der Lithium-Ionen-Batterie, das ganz ist eigentlich ausgeschöpft. Also da kann man jetzt nicht mehr viel rausholen und dementsprechend muss man sich jetzt mal nach Alternativen umschauen. Ich hab mal gehört, also dass so 2000, 3000 Kilometer, dass sogar einige Leute sagen, wenn das weiter so geht mit dem Speicher, wird so ein Auto vielleicht mal 50.000 Kilometer fahren können, ohne dass man es lädt. Dann braucht man gar nicht. Ich meine, dann sind wir, dann brauchen wir auch nicht mehr über Wasserstoff nachzudenken. Dann, wenn wir mal einen Akku haben, der 50.000 Kilometer hält, dann schmeiße ich das Auto nach 50.000 Kilometer weg und gehen wir noch. Umweltaspekt, anderes Thema, sagen wir auch noch was zu, kommt jetzt noch im vierten oder fünften Teil, ich weiß nicht ganz genau, wir sind am Recherchieren, am Machen, Julia ist ja voll im Geschäft, ne? Und super, vielen Dank. Sehr gerne. Julia, sehen wir natürlich im übernächsten Teil wieder, mit einem coolen Beitrag, wir haben jetzt da auch wieder was gelernt, also wir werden jetzt wirklich schlau. Du hast ja bestimmt auch was gelernt, ja, ne? Siehst du? Alles läuft. Vielen Dank. Und Julia sagte, dass dieses Thema mit Brandgefahr und sowas, und das war auch das, was ich dich noch gerne fragen wollte. Das siehst du doch immer wieder in den Schlagzeilen, ne? Dass irgendwo ein Auto in der Tiefgarage gebrannt hat und dass das so schwierig ist, sie dann zu löschen, fast gar nicht möglich. Ja, das stimmt. Die tauchen dann in wassergefüllte Container rein? Ja. Oder? Ja, genau. Also das letzte Auto, was dann wirklich jetzt dafür auch gesorgt hat, was in der Tiefgarage gebrannt hat, da hat das Auto nicht gebrannt, also es war jetzt kein Kona, der brennt, sondern da hat ein anderes Auto gebrannt und hat das E-Auto angezündet. Und da war es eben doof. Kona hat auch ein Problem mit Brandgefahr. Da werde ich sehr wahrscheinlich auch einen neuen Akku brauchen. Aber nicht nur Hyundai ist da. Alle anderen Hersteller haben da auch ein Thema mit. Ich glaube, die kriegen gerade die Akkus aus einer Quelle. Und da gibt's eben Probleme. Vermutlich würde ich hier auch einen neuen Akku brauchen. Und da sind wir am Überlegen, wenn ich wirklich den Akku brauche, ob wir dann nicht den Mario nochmal besuchen gehen und gucken, wie an meinem Kona da die Batterie getauscht wird. Das dauert irgendwie 8 Stunden, sagt sowas. Das ist schon richtig Arbeit, so einen Akku zu tauschen. Ne? Aber da nimm nicht meinen als erstes, sondern als dritten oder vierten, dann kannst du 8 Stunden Akku tauschen? Ich glaube, ich weiß, ich war Zeiten jetzt leider nicht im Kopf. Werden wir sehen, aber wenn das soweit ist und mein Akku da ist, dann, also wenn das bei mir so ist, ich weiß es doch nicht. Aber grundprinzipiell ist es ja bloß runter, rein, fertig. Ja. Was ist denn das Problem, warum die Akkus getauscht werden müssen? Oder was haben die für Schwierigkeiten? Ja, die haben irgendwie so ein Thermomanagement, dann ein Problem, die fangen an zu brennen. Also es sind schon nur ein paar Stück. Drei habe ich, glaube ich, gehört. Drei sind wohl, aber auch nicht in Deutschland, irgendwo im asiatischen Markt. Genau. Okay. Und dann die sind, der Hersteller heißt, ich glaube LG, aber ich bin mir da unsicher, will ich jetzt nichts Falsches sagen. Aber wenn sowas irgendwo auf der Welt passiert, dann gucken die alle natürlich auf ihre Dinge, auf ihre Akkus. Was passiert an meinem Akku, kann das auch da geschehen. Genau. Das wird ja sowas bei uns ans KBA, ans Kraftfahrtbundesamt gemeldet. Und dann muss der Hersteller sofort reagieren, die Autos zurückrufen und dementsprechend handeln. Das sieht also nicht, dass hier ein Auto durch die Gegend fährt, wo erhöhte Brandgefahr ist. Also wenn sowas ist, werdet ihr sowieso angeschrieben, die Autos haben, dass ihr sofort zum Fahrzeughersteller zurück müsst. Also keine Panik, und ansonsten ein paar leckere Thüringer Würstchen, da kann man darauf braten. Zum Brennen, da gibt es ja, die Feuerwehr hat so spezielle Dinger, die rammen die dann in den Akku rein und fluten das mit so einem Löschmittel, also da gibt es verschiedene Techniken. Aber was für die Feuerwehr natürlich wichtig ist, wenn jetzt auf so ein Auto zukommen, wo gibt es dort jetzt die Möglichkeiten, das System abzuschalten? Und das ist wirklich schon eine Information, die man geben sollte, und zwar da oben. Was passiert da genau, Mario? Da wird also eine sogenannte Pilotleitung unterbrochen und da merkt, dass irgendwo eine Unterbrechung im Hochvoltkreis ist. Und damit schaltet er die Batterie ab. Die Hauptrelais werden abgeschaltet. Die Hauptrelais werden abgeschaltet und daher hast du dann auch nirgendwo mehr hier irgendwie Hochvolt am Fahrzeug vorne anliegen. Wo ist das? Unter diesem Stecker da oben? Ja. Oder? Das hier an den Stecker, genau. Du musst an dem Stecker einfach nur rausreißen oder auseinanderschneiden. Ah, okay. Und die Pilotlinie sagt dann ganz klar, das ist genauso wie den Batterieschalter. Mhm. Dann ist das System wirklich die Batterie, das ist das Einzige, wo dann noch Saft drauf ist, ist auf der Batterie oder natürlich hier auf der 12-Volt-Batterie. Ja, aber 12-Volt-Batterien, das wissen ja die meisten auch. Ne? Kann man hier anfassen und Achtung, da anfassen. Ach. Ich mich jetzt passiert erschaut. Eben gar nichts. Es ist eben nur 12 Volt und da kann man auch nichts. Dann lutschen und lecken, wenn man möchte. Lutschen und lecken. Wir sind fertig. Mario, mega.
Vielen Dank, dass du uns so viel richtiger Fachmann vermittelt hast. Wir sind jetzt schlauer geworden. Ne? Julian, dich vielen, vielen Dank. Wir haben jetzt echt was dazugelernt. Also der Teil, der macht uns jetzt am meisten Spaß, dieses E-Auto zu lernen, dann noch vor der Kamera zu lernen, mit euch zusammen zu lernen. Vielen Dank an Autotop und ja, dich sowieso. Ja, geil, Fachmann. Danke. Lass dir gut gehen. Gute Zeit. Mach's gut. So, danke. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal und der dritte Teil kommt. Daumen und hoch. Wir freuen uns schon wieder, was Abonnieren. Wir da lernen, ja. Wie es da weitergeht. Lernen dort. Was war denn da nochmal? Was haben wir denn im dritten Teil? Was machen wir denn da nochmal? Eigentlich ist der dritte Teil das Thema Laden. Ah, genau. Können wir mal ein bisschen anteasern. Ich habe so eine neue portable Wallbox mir gekauft, was es alles so gibt. Portable Wallbox. Portable Wallbox, da erklären wir einiges zu, wie das hier so ist mit dem Ladekabel, wie viel Strom und was weiß ich, wie das alles begrenzt ist. Wir freuen uns drauf. Euch eine gute Zeit. Daumen rauf, wenn es euch gefallen hat. Und, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.